präsentiert von Rolex. Es ist eine Weltpremiere. Das berühmte Opernhaus La Scala in Mailand präsentierte Aida in einer unbekannten Erstfassung. Die überraschende Entdeckung haben Forscher erst vor kurzem gemacht, als das umfangreiche Verdi-Vermächtnis der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Wenn wir über ein Genie wie Giuseppe Verdi sprechen und wenn es die Möglichkeit gibt, etwas Unbekanntes von ihm zu entdecken, dann ist das meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Bereicherung für alle und sicherlich eine große Entdeckung, diese fast 100 Takte Musik. Es gibt einen wunderbaren mehrstimmigen Chor. Der italienische Komponist verwendete einen Teil dieser Originalmusik 3 Jahre später für sein Requiem. Maestro Chailly ist ein Typ Musiker, der es liebt, neue, interessante Dinge in der Musik zu entdecken. Manche Leute werden sagen, nein, das ist nicht Aida, das ist etwas anderes. Ich will die alte Fassung. Und es wird Menschen geben, die diese Version akzeptieren und lieben werden. Ich liebe seinen Mut, die Menschen vor diese Entscheidung zu stellen. Das gefällt mir. Ich hoffe, Ihnen gefällt es auch. Die im alten Ägypten spielende Oper handelt von der unmöglichen Liebe zwischen der äthiopischen Sklavin Aida und dem ägyptischen Militärkommandanten Radames. Doch auch die mächtige Pharaonentochter Amneris will ihn für sich. Eine vergebliche Liebe. Ich mag alles an dieser Frau, denn sie ist nicht nur verletzlich, sondern auch verliebt. Sie ist eifersüchtig. Und sie ist sehr, sehr stark. Aber dennoch bleibt sie sehr sensibel. Verdi will mit der Art, wie er die Musik komponiert, genau das ausdrücken. Eine Fülle von Emotionen. Das versuche ich immer zu vermitteln, dass sie einen wirklich großen Schmerz in ihrem Herzen trägt. Meine allerliebste Stelle ist das finale Duett des letzten Aktes. Ich finde, die Musik versetzt uns alle in eine andere Welt. Auch wenn es eine tragische Geschichte ist, die vom Tod handelt, baut die Musik dennoch eine unglaubliche Spiritualität auf, die mich bei jeder Aufführung sehr tief emotional berührt. Musica wurde Ihnen präsentiert von Rolex.